Mein erstes Spiel war Harvest Moon Back to Nature und ich liebe es bis heute, ja, siehst du? Final Fantasy 1 und Final Fantasy 2 sind die einzigen einstelligen Final Fantasies, die mir noch fehlen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich mal dazu kommen werde. Ja, ist halt echt so, ne? Man muss halt auch Zeit dafür haben. Ich habe es jetzt auch nur angefangen, mal 2 Stunden, weil ich ja selber kaum noch dazu Zeit habe, außerhalb vom Stream überhaupt noch was zu zocken. Wenn, dann streame ich es mit euch ja hier zusammen. Und, ja. Meistens ist es dann wirklich mit einer Stunde getan oder sowas. Dann kann ich mir mal 1 Stunde Zeit nehmen. Und dann war es das auch schon wieder. Aber gerade sowas wie Final Fantasy spielst du nicht mal eben in 1 Stunde. Da musst du dir eigentlich viel, deutlich mehr Zeit lassen. Zeit nehmen. Und sing! Kirby Plüschtier und Goomba oder Pokémon. Ich hab tatsächlich auch ein paar Pokémon-Plüschtiere. Ich habe ein Mew. Ich habe einen Vulpix. Ein Pikachu. Ja, das war's. Mew, Vulpix und Pikachu. Mehr habe ich nicht. Reicht ja auch, ne? Wobei, wir müssen das Team eigentlich voll machen, ne? Ich muss eigentlich 6 Pokémon haben. Damit ich das ganze Team voll gekriegt habe. So. Kennt Final Fantasy gar nicht. Ist eine sehr, sehr alte Reihe. Die mittlerweile zwar immer noch weiter fortgeführt wird, aber trotzdem eigentlich eher so die alten Hasen so kennen und im Westen eher unbekannter ist. In Japan liebt man Final Fantasy. Bei uns eher, ja, man kennt es zwar schon, aber ist jetzt nicht ganz so berühmt vielleicht wie in Japan. Nachtara, Psyana, Evoli, Molunk, Bisasam, Fukano, Riolu und Zwirlicht sind meine Pokémon. Molunk? Ich glaube, der wäre jetzt einer der letzten, den ich mir als Pokémon, als Kuscheltier holen würde. Aber gut, das ist Geschmackssache, ne? Ein Chocobo. Oh, ich hätte gerne ein Chocobo. Ich wollte früher immer eine Diddelmaus haben. Ohne Witz jetzt. Ich habe meine Mutter immer angefleht, dass ich eine Diddelmaus haben wollte als Plüschtier. Und meine Mutter hat mir nie eine Diddelmaus gekauft, weil die damals so schweineteuer gewesen sind, die Plüschtiere von denen. Und dann hat sie mir nie eins gekauft und ich war so enttäuscht. Ohne Witz jetzt. Ich habe meine Mutter das nie verziehen, dass mir nie eine Diddlemaus gekauft hat. Jetzt, mittlerweile verstehe ich ihre Gedanken, weil es halt wirklich sauteuer war. Aber ich fand es echt traurig. Ich habe nie eine Diddlemaus gehabt. Bis heute nicht. Und jetzt kauft man sie. Kann man sie halt auch nicht mehr kaufen, ne? Das ist halt schon traurig. Das ist schon mega traurig. Meine Mom hat mir zum 6. Geburtstag ein Mirapla gestrickt. Oh, gestrickt? Oh, das ist cool. Das ist cool. Das finde ich cool. In Japan ist Dragon Quest sogar beliebter als Final Fantasy. Bei uns ist es umgekehrt. Ja, das stimmt. Dragon Quest ist da ganz, ganz beliebt. So, haben wir alles durch hier. So, jetzt ist sowieso gleich zu spät. Wir müssen jetzt sowieso dann gleich nach Hause gehen. Ins Bettchen. Dann schauen wir mal. Mirapla kann man sagen, was man will, aber gestrickt ist es echt gut. Ja, das stimmt. Also gestrickt finde ich das mega geil. Oh, Prinzess, ich bin neidisch. Du hattest eine Diddlemaus. Ich will auch eine Diddlemaus haben. Das ist gemein. Ich will auch eine haben. Kann mir jemand seine Diddlemaus schicken? Es gibt bestimmt der eine oder andere da unter euch, der eine Diddlemaus hat und sie nicht mehr braucht. Die staubt irgendwo in der Ecke rum oder sowas. Könnt ihr mir die schicken? Ich hätte sie gerne. Chester, hi. Ja, Chester, komm, du gibst mir deine, oder? Wir hatten einige Diddlemäuse. Mann, hört doch mal auf. Ihr hattet alle Diddlemäuse. Ich hatte keine einzige. Mann, ich bin nicht neidisch. Ich wollte nur eine einzige haben. Eine einzige wollte ich haben. Die habe ich nie gekriegt. Was von Diddle hatte ich? Kiloweise Blöcke. Ja, Blöcke. Blöcke, ganz, ganz viele. Die hat man damals immer auf dem Schulhof getauscht, wie heute Karten. Das musst du dir mal überlegen. Wir haben Blockseiten getauscht. Blockseiten. Ein Block. Sowas wie das hier. Ein Block.
Und davon haben wir Seiten getauscht. Das könnte man sich heutzutage nicht mal. Ohne Witz, die würden uns komisch angucken, die Kids heutzutage. Wenn die das mitkriegen würden. Die würden es für doof halten. Als in der 5. Klasse kam mir meine große Schwester ihren Diddleblatt-Sammlung überlassen. Ah, sag ich ja, bei Erdwelpen ist es genauso gewesen. Eine große Diddlemaus. Mann, Leute, ihr seid doch fies. Ihr seid gemein. Ihr müsst mir das auch echt unter die Nase reiben, ne? Das macht ihr voll mit Absicht. Ich hab das süße Baby mit Schnuller und Windeln mit Strampel. Hört doch jetzt auf. Ich will auch eine Diddlemaus. Ich suche die jetzt gleich im Internet. Ich bestelle mir jetzt eine. Ich suche jetzt eine Diddlemaus im Internet. Achtung, Amazon. Amazon hat alles. Diddlemaus. Ich suche mir jetzt. Das lasse ich mir nicht bieten hier. So. Das sind alles Figuren. Die will ich nicht. Ich will ein Plüschtier. Was mit Minimaus? Was kriege ich für Scheiße? Das ist alles Kacke. Ich will nicht. Ich will das nicht. Ich will eine Plüschdiddlemaus. Jetzt wird mir der von Danganronpa angeboten. Sogar Groot. Nein, ich will eine Diddlemaus. Chrissy, hallo. Warte, Diddlemaus, Kuscheltier. Da steht's doch. Kuscheltier. Die gibt's nicht mehr. Willst du mich verarschen? Die gibt's nicht mehr. Minimaus gibt's 50.000 Mal. Die will doch keine Sau haben. Och, Mann. Alter, ein lebensgroßer Olaf. Das ist doch unglaublich. Du kriegst keine Diddlemäuse mehr. Och, Mann. Okay, jetzt ist mein Abend versaut. Du kannst keine Diddlemaus mehr bestellen. Das ist ja traurig. Ich hoffe, die Kinder schauen dich an, wenn du Pokémon Yu-Gi-Oh! Karten tauschst. Nee, mein 12-jähriger Neffe, der sammelt immer noch Pokémon-Karten. Und der tauscht immer noch Pokémon-Karten. Und der ist 12. Also Pokémon ist durchaus immer noch im Trend. Kommt nicht von mir. Kommt von ihm. Bei eBay Kleinanzeigen. Kriegt man die dann geschenkt? Sammlerstück 1000 Euro. Alter, boah. Als ob ich 1000 Euro dafür ausgeben würde. Würde ich nie machen. Teleschnecke, hi. Ich habe einen Link gekriegt. Okay, ich guck nach. So, ich guck nach. 10 Euro. Oh Gott, wie süß. Oh Gott, mit die Schnulle. Ich will ihn haben. Oh Gott, für 10 Euro? Oh, cool. Kann ich den einfach zugeschickt bekommen? Versand möglich. Aus Görlitz. Oh, danke schön für den... danke schön für den Link. Ich muss mir nachher... Ich bestell mir nachher... Ich bestell mir nachher eine Diddlemaus. Ich bestell mir nachher eine... Das ist mein Kindheitstraum gewesen. Ich wollte immer eine Diddlemaus haben. Leute... Das ist für mich was ganz Besonderes. Ich wollte immer eine Diddlemaus. Die habe ich nie gekriegt. Dann zeig sie uns. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe nie eine Diddlemaus gekriegt. Die wollte ich schon immer haben. So, jetzt müssen wir uns aber trotzdem auf das fokussieren, was es vor uns liegt. Wir müssen tatsächlich hier noch Häuser dekorieren. Guck mal, ich mache ein ganz hässliches. Guck mal, hier mit Augen. Das passt zu der anderen Welt, die wir gerade eben gesehen haben. Hier unten in grün. Mit Blumenkasten. Hier. So. Ne, Haustür habe ich nicht. Kriegst noch eine Marke. So, genau. Briefkasten kriegst du auch noch. So, schön. Gut. Erledigt. Nächstes Haus. Achso, ne, Bewohner zuweisen nicht.
So, was haben wir geschrieben? An meinem alten Arbeitsplatz ist mir der Sohn des Chefs immer hinterhergelaufen, weil ich auch noch Pokémon-Karten hatte. Ha, siehste? Siehste? Pokémon-Karten sind tatsächlich immer noch irgendwie im Trend. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob es so berühmt ist. Wahrscheinlich nicht so berühmt, wie es damals bei uns gewesen ist. Bei uns war es schon extrem. Also jeder hatte Pokémon-Karten. Wirklich jeder hatte Pokémon-Karten. Aber heutzutage wahrscheinlich eher weniger, ne? Also nicht mehr so in extrem. In Extremsituationen. Ich finde es nur schade, dass es nichts mehr wert ist. Werde sie aber behalten. Ich persönlich, für mich ist es der emotionale Wert. Ich will das, wenn ich es mir hole, wenn ich mir so eine Diddlemaus hole, dann will ich es noch nicht mal, weil es was wert sein könnte später mal. Ich will es einfach nur wegen dem emotionalen Wert, weil ich damals halt einfach, wie gesagt, der riesen Diddlemaus-Fan war und nichts gekriegt habe. Und deswegen wäre für mich das schon der Grund, warum ich sage, okay, dafür lohnt es sich, die zu holen. Ihr versteht, was ich meine, ne? So, hier noch ein Pünktchenhaus. Komplett in Pünktchen. Sieht doch besser aus, oder? So. Noch eine Marke. Kriegst auch noch eine zweite Marke. So. Kurz. Gönnen sie dir. Ja! Hat den Zwerg dann beigebracht, wie man damit spielt, mit meiner Diddlemaus spielt. Oh Gott, Doremi, das waren Zeiten. Ich weiß noch, ich habe mit meiner besten Freundin diese Amulette und Stäbe und Besen stundenlang aus Pappe und Co. gebastelt und dann unseren Eltern aufgeführt als Theaterstück, damals mit 5. Ich weiß, ich werde mir jetzt wieder den Unmut zuziehen, wenn ich jetzt sage, Leute, das waren halt wirklich noch, und ich weiß, es klingt, als wäre ich ein uralter Sack, aber das sind Kindheitserinnerungen, wo ich sage, es ist krass, dass man diese dass viele Kinder heutzutage einfach nicht mehr erleben. Weil man viel zu sehr mit digitalen Geschichten zu tun hat. Ihr versteht, was ich meine? Es ist alles viel zu digital geworden. Die Tatsache, was aus Pappe zu basteln oder sich irgendwie Fantasiegebilde zu machen, das stirbt doch total aus. Man ist zu komplett durch Medien abhängig geworden und ich weiß nicht, wie man da überhaupt noch groß in den Genuss von solchen Erinnerungen kommt, wie es halt eben bei uns damals gewesen ist. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen schade, ne? Guck mal, du kriegst das da. Ihhh, so ein hässliches Croissant. Und hier noch ein bisschen Schleim obendrauf. So. Sammel die Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten auch noch, aber tauschen tue ich sie seltener, weil ich meine Freunde sie nicht mehr sammeln, sad. Ja, gut, groß beliebt wird es nicht mehr sein, aber du findest bestimmt irgendwo noch jemanden. Spielen tut es heute wahrscheinlich auch kaum noch einer, ne? Also wirklich das richtige Spiel, Pokémon-Kartenspiel, das macht heute wahrscheinlich auch kaum noch einer. So. Ich bin gleich fertig mit dekorieren, Leute. Achso, das habe ich alles schon gemacht, ne? Warte mal. Ich glaube, das reicht. Ja, genau. Hier, siehst du, das reicht schon. Sehr schön. Beanspruchen. Ich habe damals Geld gespart für die Affen von Aladdin. Abu. Meine Mutter hat noch D-Mark dazu gegeben, weil weiß aber nicht mehr, wo das Kuscheltier ist. Ah, es ist halt, ja, schöne Erinnerungen, ne? Und du, was hast du gesammelt? Lass mich raten, Spaghetti. Vertraut dem Briefträger nicht und sabbert im Schlaf. Danke für diese tolle Info. Gut, will noch jemand hier hinziehen? Möchte jemand ins Haus zu der Sabberin? Nee, jetzt will keiner mehr hier hinziehen. Wahrscheinlich, weil hier eine wohnt, die sabbert. Und das nicht nur an Sabbatjahren. Okay, warte mal, was ist sonst noch? Platziere 14 Dekorationen. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen. Mhm.
Ich fasse es immer noch nicht, dass ich mir für 120 Euro einen Doremi-Stäbe gekauft habe von meinem ersten Lohn. Ernsthaft, für 120 Euro? Oh, das ist aber auch extrem, wirklich. Das ist halt wirklich extrem. Da hast du was gemacht, wirklich. Sollen wir uns ein Do... Oh, komm, jetzt haben wir es davon. Wir machen uns einen Doremi-Platz hier. Guck mal, wir machen einen Doremi... Die Doremi-Ecke. Warte mal, wo mache ich die hin? Wir haben es jetzt von Doremi. Hier, hier ist die Doremi-Ecke. Okay, warte. Das ist Dodo. Dodo ist ja die kleine Elfe von Doremi. Die ist hier. Das ist Dodo. So. Warte. Dodo kriegt einen ekligen Laternenmast. Nein. Dodo kriegt Blumenbeete um sich rum. Ja, genau. Dodo kriegt ganz viele Blumenbeete um sich rum. So. Hätte mal so süß gesagt. Dodo? 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 Wie so ein kleines Baby. So. Aber da es Doremi ist, müssen wir auch tatsächlich irgendwie ein bisschen Melodisches hier reinbringen. Das muss irgendwie melodisch sein. Als wir in den Sommerferien bei unseren Großeltern waren, war es so warm, dass mein Bruder und ich draußen im Garten das Zelt aufgebaut haben. Dann hat mein Bruder ein schwarzes Band von der Isomatte genommen, es mir um den Arm gebunden und es zur Teufelsspirale erklärt. War dann also ein böses Digimon, also aus der zweiten Staffel. Geil! Das ist doch mal cool! Also Kreativität kann man uns damals, also mangelnde Kreativität kann man uns damals nicht vorwerfen. Das waren wir wirklich, ne? Wir waren wirklich kreativ mit unseren Sachen. Guck mal, Dodo kriegt ein Vogelbart, okay? Also klar, wenn Dodo mal muss, dann gehst du da hinten hin, Dodo, okay? Dann gehst du hier ins Vogelbart. Und damit du auch was siehst, kriegst du auch einen hängenden Laternen. Genau, also hier, da hinten darfst du pinkeln gehen, Dodo. So, hier. So, da ist die Pipi-Ecke, Dodo. So, dann ist das hier, das ist Dodos Häuschen, oder? Also wenn Dodo schlafen muss, dann darf Dodo hier schlafen. Ja, den Eingang müssen wir noch schön machen. Hier muss man ja reinkommen können, ne? So. Ah, das sieht halt echt nicht aus, ne? Na. Nee, das sieht nicht aus. Da will ich über was anderes haben. Nur noch große Bäume hier? Joa. Ein bisschen, ein paar Bäume pflanzen. Oh, guck mal hier. Dann wirkt das Ganze viel heimlicher. So. Ein bisschen Schatten. Dodo hat's gerne im... Hat gerne Schatten. So. Hier noch einen hin. So. Schön. Doch, mir gefällt das. Dann können wir noch... Was können wir noch machen? Blumenauslage. Keine Ahnung. Höchstens noch einen Weg, würde ich mir sagen. Und eine Bank. Ja, die Bank können wir dazwischen, zwischen den Bäumen machen, glaube ich, oder? Wo man richtig schön Schattenplätzchen hat. Ja. Rücken juckt. Ah. Was Pokémon-Karten hatte ich nicht, aber in der Schule und in der Uni habe ich oft Magic gespielt. Von daher habe ich noch eine. Magic habe ich mal versucht damals zu verstehen. Irgendwie war mir das zu anstrengend als Kind. Als Kind halt, ne? Da war es mir tatsächlich zu anstrengend. Aber jetzt als Erwachsener muss ich sagen, würde ich es wahrscheinlich sogar nochmal probieren. Aber jetzt bin ich aus dem Kartenthema komplett raus. Das Kartenthema ist bei mir eigentlich komplett durch mittlerweile. Oh. So. Erstmal was Neues kriegen hier. Eine Schneiderei. Oh, cool. Wir können jetzt eine Schneiderei machen. Und ein Friseur. Da muss ich sowieso mal wieder hin. Power Ranger hatte ich oft gespielt und wollte... Oh, Power Ranger hat mich so dermaßen depressiv... aggressiv gemacht, nicht depressiv. Ohne Witz, habt ihr die Power Ranger-Serie von damals noch mal gesehen? Die haben sich die ganze Zeit immer so bewegt, wenn sie geredet haben. Richtig, richtig übertrieben haben die sich bewegt. Also als hätten die alle totale, also irgendwie Zuckungen oder sowas. Also richtig übertrieben haben die sich bewegt. Also das war richtig krank. Also wirklich, Power Rangers hat mich immer aggressiv gemacht. Die fand ich nie doll. Da war ich komplett raus.
aus dem Thema. So, das war das. Ich glaube, mehr kann ich hier erstmal nicht machen, ne? Jetzt müssen wir wieder auf Stadtbewohner hoffen. Genau. Wir brauchen noch insgesamt 13 Bewohner, die Jobs vermitteln. Okay, das dauert ein bisschen. Weil ich brauche ja erst Bewohner dafür. Und dann können wir die Jobs vermitteln, ne? Deswegen, mehr können wir erstmal nicht hier machen. Power Rangers konnte ich leider nie gucken. Stattdessen haben wir manchmal ein paar Folgen von Mystic Knights erwischt. Hab damals die einfache Version von Magic gespielt. Duel Masters. Duel Masters, das klingt irgendwie wie, auch wie bei Yu-Gi-Oh! Gibt es da nicht auch irgendwas, was so ähnlich heißt?